Fröhlich geht es zu im Kinder- und Jugendzentrum Don Bosco in Magdeburg. 1995 gegründet ist es ein Ort, an dem junge Menschen aus unterschiedlichen sozialen Kontexten willkommen geheißen werden. Dabei geht es um mehr als nur um Freizeit, sagt Schwester Lydia, die Leiterin des Hauses. Wir wollen eigentlich, dass sie das erste Mal mit Kirche, mit Schwestern in Kontakt kommen, aber dass wir ihnen auch helfen können, da wo sie vielleicht Hilfe brauchen, einfach für sie da sind und dann mit ihnen ein Stück ihres Lebensweges gehen. Ja, mit manchen ist es nur ein Tag, mit manchen ist es, ich kenne welche, die sind jetzt schon 15, 16 Jahre mit mir in Kontakt. Eine kleine Oase inmitten der Stadt, ein friedlicher Ort, der Hoffnung bringt, an dem man auftanken kann. Die Don Bosco-Schwestern stehen den Kindern zur Seite, sie hören zu, ermutigen und schenken Begleitung, Bildung und Beheimatung. Gelebter Glaube, sagt Diakon Christoph Thekart. Mir wäre wichtig, sozusagen die Vielfältigkeit von Glauben zu erfahren, von Leben zu erfahren. Denn überall da, wo Lebendigkeit ist, wo ein warte, ich komme gleich, dann komme ich zu dir. Gerade eben ein Jugendlicher, der hier was gesagt hat. Da merke ich einen Geist, wo ich sage, das ist toll, dass es diesen Ort hier gibt. Rund 80 Jugendliche kommen regelmäßig, wie etwa Sarah. Ich komme von Montag bis Freitag meistens immer hierher, um meine Freunde nachmittags zu sehen und halt mit denen zu chillen oder halt zu reden oder halt Billard zu spielen oder so. Und ich komme halt gern hierher, weil es mir halt hier gefällt. Und es ist mein zweites Zuhause. Magdeburg ist extreme Glaubensdiaspora. Nur 3 von 100 Menschen sind hier katholisch. Daher unterstützt das Bonifatiuswerk die Arbeit der Don Bosco-Schwestern, sagt Monsignore Georg Austen. Das Team der Don Bosco-Schwestern in Magdeburg und die jugendpastorale Arbeit dort im Bistum zeigen mir auf eindrückliche Weise, wie das Leitwort unserer diesjährigen Diaspora-Aktion »Werde Hoffnungsträger« mit Leben gefüllt ist und gefüllt werden kann. Durch diese Menschen ist zu spüren, was christliche Hoffnung bedeutet, die andere inspirieren, motivieren, unterstützen und im christlichen Geist mitreißen kann. Mit ihrer Spende zum Diaspora-Sonntag unterstützen sie unter anderem die Arbeit dort und können selbst zum Hoffnungsträger für andere werden.